Was geht? Was geht? Willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt ein schönes Wochenende gehabt und habt es noch vor. Ich befinde mich gerade hier auf meinem schönen Gerät, auf meiner Handelbank. Heute ist Training ausgefallen. Ja, meine Lebensgeschichte. Ich erzähle sie besser mal, ne? Ein bisschen Schwerfall. Ich habe heute übrigens die Vlogs bzw. Videos für den Speedy geschnitten. 3 Videos heute, deswegen kam heute von mir kein Video. Deswegen seht ihr dieses Video am Sonntag. Ich habe heute, wenn ihr das seht, Nachtschicht. Ab heute werde ich mein komplettes Haus wieder für mich allein haben. Heißt also, dann die ganzen 2 Wochen werden Vlogs gedreht, wo ich alleine im Haus bin, auch so ab und zu mal ein paar Kocheinheiten reinbringen werde, weil die meisten wissen, dass ich bin Mieter und unter mir wohnt die Hauptmieterin, also die Hauptvermieterin, meine Vermieterin, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die fährt jetzt heute mit ihrem Mann und dem Hund 2 Wochen Urlaub an die Ostsee. Ich bin alleine hier, weil ich arbeiten muss. Und haben natürlich die Garage für mich. Ich werde nächstes Wochenende mein Auto polieren, putzen, alles drum und dran, saugen und hab da nicht gesehen. Muss natürlich den Haushalt machen, muss selber Wäsche waschen, das ganze volle Programm selber kochen, einkaufen. Und ich musste, ja, sie hat von dem Chef das noch nicht bekommen, den Lohn sozusagen. Und wollte vom Bankberater schon einen Vorschuss kriegen, also ein Darlehen machen, aber der ist im Urlaub und hat alles nicht geklappt. Und ich musste ihr heute 1000 Euro in die Hand drücken. Bekomme ich aber wieder. Die erste Hälfte bekomme ich am 15. August wieder, also nächste Woche. Und die andere Hälfte bekomme ich am 21. August. Heißt also, am 23. August kann ich den PC bestellen. Drückt mir die Daumen, dass es diesmal funktioniert, dass mir niemand in die Quere kommt und sagt, Alex, ich brauche deine Hilfe. Ich habe vorher gesagt, 5-mal Nein gesagt, aber dann hat sie gesagt, das geht nicht, weil so und so hat mir die Sachlage erklärt, wie es wirklich ist, wenn ich das nicht gebe, was dann passiert. Und die Resultate darum sind erheblich, deswegen musste ich ihr leider helfen. Ja, insgesamt 1550 Euro bekomme ich von ihr zurück. Aber es ist eigentlich eine ganz gute Zeit. In 2 Wochen bekomme ich das zurück. Nicht mal 2 Wochen, genau 10 Tagen. Das juckt mich nicht. Und die Übergangssituation ist scheiße, weil ich brauche Supplements, die maximal 200 Euro kosten. Ich brauche selber teure Ernährung, weil ich sehr viele Produkte kaufe, die teuer sind, die sehr viel Eiweiß beinhalten, Kohlenhydrate und sehr hochwertige Kost kaufe. Und auch mein Auto verpflegen muss mit... Ja, ich kaufe gute Produkte für mein Auto, wie zum Beispiel Petzolds Firma, um mein Auto zu pflegen. Zum Beispiel ein Shampoo mit Abhelleffekt, wo schon Wachs drin ist, beim Waschvorgang und solche Sachen. Ich kümmere halt Sachen, die nicht so billig sind. Und manch anderer wird das nicht kaufen, weil das nicht wert ist und hab dann nicht gesehen, manche können sich das nicht leisten. Ich kann es mir leisten, jetzt muss ich aber reduzieren das Ganze, weil ich das Geld weggegeben habe. Deswegen war auch heute kein Livestream am Samstag. Hat mich schon traurig genug gemacht, weil ich muss jetzt Sprit sparen, das 2 Wochen lang. Ich muss jetzt so lange warten, bis ich das Geld bekomme. Das ist mies, wenn man dauerhaft immer Geld ausleihen muss und nichts zurückbekommt. Jetzt kann ich aber sagen, ich bekomme das zurück, weil ich schriftlich mit dir ausgemacht habe, alles. Ich mache dir einen Zettel mit meiner Unterschrift, du bekommst das dann und dann wieder. Ist alles okay, schriftlich. Funktioniert das, aber mündlich mache ich nichts mehr. Geld ausleihen, Freunde, ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr Geld ausleiht, irgendwas, egal was, holt euch einen Zettel, einen Stift, schreibt das auf oder lasst die Person das aufschreiben mit einer Unterschrift von, die Signierung von der Person, die das Geld euch, also wo ihr das Geld ausleiht. Lasst euch eine Unterschrift geben. Ich gebe euch den Ratschlag mit in den weiteren Laufe des Lebens. Ich habe es hinter mir. Ich habe ein paar Personen, wo ich das Geld nicht bekommen habe. Mein bester Kollege Robin schuldet mir 450 Euro. Und der kann mir noch ins Gesicht lachen und es juckt ihn nicht. Ich will manchmal so einen Hals bekommen. Trotzdem bin kein Mensch, der den Kopf abreißen wird deswegen. Aber trotzdem ist er für mich teilweise gestorben, die Situation, weil bei Geld hört einfach die Freundschaft auf.
auf. Mein Kollege, den Namen ich nicht nennen möchte, ich bin nun mal ein freundlicher Mensch, so war ich früher immer. Aber wenn man so viele Monate auf sein Geld wartet und es wirklich bitter nötig hat und 200 Euro von jemandem wiederbekomme, ich ihn anschreibe, schon extrem höflich bin, ich schreibe extra, hey, normalerweise hätte ich geschrieben, wo ist mein Geld, Kollege? Ich warte schon seit 4 Monaten darauf. Normalerweise hätte ich gar nicht Hallo geschrieben, sofort, wo ist mein Geld? Weil es geht gar nicht. Wo ist noch heutzutage strikt? Hart bleiben, Freunde. Klar, Anstand gehört dazu, aber manchmal gehört das nicht dazu. Manche Leute verstehen das immer nicht, egal ob das besten Freunde sind oder nicht Freunde. Manchmal geht es nicht anders, da müsst ihr knallhart sein. So ist das Leben. Ihr müsst am Ball bleiben, ihr müsst manchmal nur mal harte Wörter sagen. Ihr könnt nicht mal nett sagen, ja, hi, wie geht's? Wie geht's deiner Familie? Denkt ihr einen Bankberater zum Beispiel, sagt zu euch, ja, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut und ja, lass dir Zeit mit dem Geld. Macht erstmal andere Dinge im Kopf. Fragt mich das jemand, wenn man bei mir zum Beispiel Geld haben möchte oder wenn ich ihm das bezahlen möchte? Fragt mich da jemand, wie es mir geht? Nein, der fragt sofort, Alex, gib mir mein Geld, verdammt. Ansonsten kann ich auch anders. Das ist das Ding. Weil Geld hört die Freundschaft einfach auf. Weil in der heutigen Zeit ohne Geld ist schwer. Und wenn man so lange schon auf Geld wartet und es nicht bekommt und dann noch höflich bleiben soll. Manche können das, ich kann das nicht mehr. Ich habe mein Leben lang Geld ausgeliehen und die meisten Leute haben es nicht geschissen bekommen, zurückzugeben. Ich wurde mal verlassen, diese Situation. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen vorsichtig. Und bin auch nicht mehr so allzu höflich, weil ich einfach die Schnauze voll habe. Ich leihe Leuten Geld sofort. Sofort. Ich kann sofort zahlen. Weil ich kann das einfach. Und die Leute, die sich das ausleihen, die geben mir das erst Monate, fast Jahre erst zurück. Und das kotzt mich so an. Dann soll ich mich noch zusammenreißen. Und höflich sein, Freunde. Was meint ihr? Könntet ihr das freundlich sein? Ja. Auf die leichte Schulter machen. Wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie? Geht's dir gut? Was hast du so getrieben? Und dann sollt ihr nicht wegen Geld nachfragen. Also, muss ich ehrlich sagen, wenn man sich Geld leiht, muss man auch mit der Realität rechnen, mit der Person, dass sie nun mal so ankommt und euch fragt, wo ist mein Geld und nicht mal auf nette Schulter macht. Das ist nun mal so. Geld ist Geld. Freundschaft hin oder her. Bei Geld hört die Freundschaft einfach auf. Die etwas älteren Leute werden mich darunter verstehen. Etwas jüngere Leute, die noch keine Erfahrung haben, werden das nicht verstehen. Das ist mir klar. Aber so ist das reale Leben. Ich gebe euch den Tipp, Freunde. Lasst euch eine Unterschrift geben, wenn ihr auch Geld ausleiht. Lasst euch eine Unterschrift geben. Das ist mein Tipp für euch, fürs Leben. Macht das. Ich habe es früher nicht gemacht. Ich habe es bereut. Ja, Freunde, wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche erst wieder. Samstag. Zum normalen Livestream. Wegen der Geldsache. Real Story am Start. Und ja, vielleicht auch nächste Woche ein schöner Putzvlog von R32. Dienstag muss ich den zur Werkstatt bringen. Bekommt eine kleine Reparatur bzw. Auswechslung der Kabel oder irgendwas ausgelaufen ist. Und das gehört zur Versicherung mit dazu bei meiner Werkstatt. Weil die es erst gemacht haben, wenn die da Scheiße bauen, müssen die dafür gerade stehen. Und das ist im Preis drin, ich muss da keinen Cent bezahlen. Ja, das ist das Statement, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Mal. Ich hab genug gelabert. Und immer schön dran denken. Lasst eine Unterschrift geben, wenn ihr Geld ausleiht. Egal was. Bis zum nächsten Mal. Das war's heute mit dem Tagesvlog. News bei Alex ist so. Haut rein. Lasst ein Däumchen da. Den Support-Button. Und bist du neu? Dann kannst du mich natürlich kostenlos abonnieren. Ich freue mich. Und du siehst mal die neuesten Aktionen bei mir. Lebensgeschichte am Start. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Und schau, vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren.